Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr bei eurem Macs bzw. den unsupported Macs für Big Sur installieren könnt. Die Liste der kompatiblen Geräte packe ich euch dann noch unten in die Beschreibung. In meinem Fall ist es hier ein Modell aus 2012, das Metal oder die Engine Metal unterstützt. Wichtig ist, alle älteren, die funktionieren da nicht mehr. Das heißt, es gilt nur für die, die Metal unterstützen, und die Liste packe ich euch unten in die Beschreibung. Wir fangen an. Zunächst gehen wir in Safari rein und geben einfach Patched Sur GitHub ein und laden uns dann die aktuellste Version runter. Hier sieht man Patched Sur DMG. Das habe ich schon mal getan. Wir gehen einmal hier rein, klicken einfach in die DMG, dann dauert es ein bisschen. Dann machen wir einen Doppelklick darauf. Jetzt sagt er natürlich, es wird nicht erlaubt. Das heißt, ihr geht einmal in Einstellungen, dann in die Sicherheit, einmal auf Allgemein und einmal auf Dennoch öffnen und dann nochmal öffnen. Dann dauert es ein bisschen, sollte sich gleich öffnen. Hier haben wir es. Perfekt, 004, wir gehen auf Start, wir gehen auf Continue, wir gehen nochmal auf Continue, hier gibt es nochmal die Infos, was man berücksichtigen muss, das könnt ihr euch dann auch durchlesen. Primär halt, welche Geräte unterstützt werden, beziehungsweise was für Treiber, Sachen noch mitgenommen werden können. So, wir gehen auf Continue. Und wichtig ist, ihr nehmt hier Release, weil in dem Fall ist das macOS Big Sur ja schon released. Dann gehen wir einmal auf Continue. Dann müssen wir einmal das macOS runterladen. Gehen einmal auf Download macOS. Das dauert natürlich jetzt je nach Internet, Bandbreite seine Zeit. Das heißt, zwischen 5 bis 10 Minuten oder länger, je nachdem, was ihr in der Downloadgeschwindigkeit habt. In meinem Fall ist er auch noch über WLAN verbunden. Das heißt, da ist er ein bisschen langsamer. So, nun geht es weiter. Er fragt nach dem Kennwort. Im Normalfall müsst ihr nämlich für Bootsticks das per Terminal machen, und in dem Fall hat er eine Oberfläche, die das für euch erledigt. Das heißt, hier gebt ihr einmal euer Admin-Kennwort ein und geht auf Continue. Und dann geht ihr einmal auf Install Package. Und hier fragt er nach dem Gerät. In unserem Fall möchten wir den USB-Installer erstellen. Das heißt, ihr braucht zwingend einen 16 GB USB-Stick oder größer. Natürlich USB 3.0 sinnvoll, weil USB 2.0, da könnt ihr dann erstmal ewige Stunden brauchen. Wir gehen auf USB, gehen auf Continue. Dann sagt er nochmal, dass der USB-Stick formatiert wird. Ich habe ihn eben schon mal formatiert, aber an sich macht dann das Programm das von selbst. Wir gehen auf Continue. Und wir sehen, hier ist eben gerade der USB-Stick verschwunden. Und jetzt wird einmal der USB-Stick erstellt. Das kann je nach, wie schon gesagt, USB-Stick, USB-Schnittstelle, USB 3.0, 3.1, was auch immer, natürlich seine Zeit dauern. Dann einmal auf OK für Erlauben. So, der USB-Stick wurde erstellt. Jetzt müsst ihr eigentlich nur noch den Rechner neu starten und davon booten. Das zeige ich euch jetzt über eine Nun Handyaufnahme. folgt einmal der Neustart mit dem automatischen Boot des USB-Sticks. Es wackelt ein bisschen, da ich jetzt leider gerade kein Stativ habe, sonst wird das ein bisschen schwierig mit mal kurz rangehen. Das heißt, wir gehen einmal mit der Daumaus drauf, gehen einmal auf Apfel, Neustart und beim Neustart halten wir die Alt- oder Option-Taste gedrückt. Also bei den neueren Macs heißt es Option-Taste und bei der normalen Mac-Tastatur ist es meistens noch die Alt-Taste. Das heißt, da klicken wir einmal drauf und halten die Alt-Taste gedrückt. Wichtig ist, USB-Stick muss natürlich angeschlossen sein, sonst funktioniert das natürlich nicht. Da kommt der Ton. Als erstes immer erst EFI-Boot auswählen, dann auf Losgehen. Dann schaltet sich der Rechner direkt aus. Dann drückt er nochmal und drückt wieder Alt oder Option.
Also gedrückt halten. Und jetzt geht er auf Sam macOS und er bootet. Das kann jetzt je nachdem ein paar Sekunden dauern. Irgendwas ein, zwei Minütchen. Beziehungsweise wir sind in dem Modus, wo Big Sur gebootet hat. Und im Normalfall würdet ihr jetzt die Festplatte formatieren und neu installieren. Das machen wir in dem Fall nicht. Wir machen nur Update. Das heißt, ihr geht einfach nur mit der Maus auf Big Sur installieren. Geht auf Fortfahren. Dann lädt es ein bisschen. Dann auf Fortfahren. Dann auf Akzeptieren. Dann nochmal akzeptieren. Ich mache mal ein bisschen näher. Genau, akzeptieren. Und dann wählt ihr die Macintosh HD aus, geht auf Fortfahren und lasst es jetzt durchlaufen. Das kann natürlich je nach Rechengeschwindigkeit, je nachdem wie viel Arbeitsspeicher, was für eine Festplatte hier drin hat, also HDD, SSD, für uns wird das natürlich SSD, seine Zeit dauern. Ich lasse das einmal durchlaufen und wir schauen dann mal, was passiert ist, wenn es fertig ist. Und nach ca. 20 bis 30 Minuten ist er hochgefahren. Zumindest ist das Update abgeschlossen. Jetzt melden wir uns kurz einmal an. Einen Moment. So, dann gehen wir einmal noch kurz oben auf das Apfel-Logo, auf über diesen Mac. Und ihr seht, wir haben den Mac Mini auf macOS Big Sur 11.2.1. Aktuell kam schon das 2.2 heraus. Wie ihr die installiert, geht genauso. Das heißt, ihr ladet die passende DMG runter oder halt Installationsdatei und könnt ihr dann über den USB-Stick und das Programm, was wir eben benutzt haben, einfach aufspielen. Das heißt, das funktioniert nicht mit über Over-the-Air-Update, also das Update, was ihr im Software-Update-Fenster habt. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ihr dadurch das macOS zerstört. Könnt ihr ausprobieren, ich habe es leider noch nicht ausprobiert, aber ich habe von Kollegen mitbekommen, dass das passieren kann. Ja, das war's schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare und von da, wo ich auch freuen. Dankeschön.